Moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier auf der Niemandsland im LS22 am zweiten Weihnachtstag. Ich hoffe, ihr habt gestern schön gefeiert, schön gegessen, euch gefreut über die Geschenke und fühlt euch pudelwohl, beziehungsweise vielleicht liegt ihr ja schon noch morgens um 9 im Bett und schaut uns erst später an. Auch das sei euch gegönnt. Am zweiten Weihnachtstag. Ja, wir werden mit dem Zent, also erstmal das Methan-Fässchen, wieder hier abstellen. Und dann machen wir uns ein bisschen an die Karte. So. Und zeichnen da hinten mal einen Weg hoch, um an die anderen Felder denn noch zu kommen. Das heißt zeichnen, malen, zeichnen, wie auch immer. Oder wir könnten uns eigentlich auch die Palmpresse schon, den Kalkstreuer. Malen oder Kalkstreuer? Dann könnten wir das auch relativ schnell noch bestellen, hier das Feld. So viel ist das ja gar nicht. Nicht. Muss man da mal schauen, wenn man später dahinter das Grundstück auch noch hat und man die Felder zusammenlegt oder ob man sich dann auch einfach ein, zwei kleine Felder behält. Weiß ich ehrlich gesagt noch gar nicht. Ja, hier ein Feldweg lang oder da hinten ein Feldweg lang. Obwohl, hier wird es auch gehen, ne? Allzu steil wird das jetzt auch nicht. Nee, komm, wir malen hier einen hin. Ich bin dafür, das gehört uns ja, glaube ich, noch, ne? Ja, das gehört uns definitiv noch. Die 36. Ja, dann malen wir hier einen Feldweg hin. Dann stelle ich den mal einfach hier ab. Und zack, 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 zack. Malen wollte ich. Landschaft, genau. Malen. Was für einen Weg habe ich denn? Ach, mit Erde hätte ich beinahe gesagt, ne? Nee, das war es nicht. Waldboden war es dann auch nicht. Was habe ich denn da genommen? Dreck? Ja, ich habe Dreck genommen. Oder ich bin gerade einfach nur noch zu müde. Nee, ich bin der Meinung, ich habe Dreck genommen. Machen wir den ruhig ein bisschen größer. Also die Spuren. Denn das soll eigentlich ein bisschen breiterer Weg werden. Vielleicht auch irgendwie mit einer Abstellmöglichkeit oder so. Das wäre ja gar nicht mal so schlecht. Ich male den jetzt auch einfach erstmal stumpf hier rein. Bis ich nicht mehr malen darf. Aha, ist eine ganz schöne Ecke. So, ich sagte ja, ich wollte ihn ein bisschen breiter haben. Dann sollte der eigentlich auch ein bisschen breiter wirken oder auch sein. So. Und das sieht doch schon gar nicht mal so schlecht aus. Gut, dass ich jetzt nicht ganz gerade war, ist jetzt ein bisschen Käse, aber so. Machen wir das hier mal nochmal. Passt. Dann machen wir daneben gleich nochmal einen hin. Ist jetzt nicht schlimm, wenn wir so weit vom Feldrand weg sind, weil ich wollte da ja eh noch eine kleine Fläche hinmalen. Und so eine kleine Parkgelegenheit oder so. Machen wir das mal. Keine Wasserwaage dabei. Mal gucken. Vielleicht klappt das ja.
Sieht aber recht gut aus. So, und auch den machen wir gleich noch mal ein Stück breiter. Dann sieht das aus, als wenn der Weg dauernd befahren worden wäre, würde. Ne? Also relativ oft. Und dass da relativ viele Leute langfahren. Jetzt fehlt aber eigentlich noch die versprochene Parkmöglichkeit, ne? Da würde ich mir jetzt einfach mal eine dicke Fläche machen. Da, 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 da. Bitten größer. Ja. Und die würde ich genau hier reinmalen. Ah, da kommen wir gleich noch zu. So. Oder ein bisschen feiner. So. Können wir das hier eigentlich auch noch alles wegmachen? Ich weiß, es braucht jetzt Unmengen an Geld, ne? Aber manchmal will es man auch einfach schön haben. So, so eine kleine Parkbucht. Kann noch mal näher rangehen hier. Muss ja nicht immer so weit wegmalen, dann könnt ihr ja gar nichts mehr sehen. So. Hier kommt auch noch mal so ein kleiner Streifen hin, da muss auch gar kein Gras wachsen. Das sieht auch so gut aus. Und dann haben wir hier den zweiten Feldweg hingemalt. Den könnten wir ja als nächstes mal den Holz auch parallel entlasten oder? Nee, komm, wir fangen einfach mit den Ballenpressen an. Wir können der Deutz versuchen, sich mit den Kalkstreu abzuasten. Und wir fangen einfach an, hier Strohballen zu pressen. Düngen mussten wir ja nichts mehr. Das hatten wir ja in der letzten Folge schon geguckt und da war ja alles gedüngt. Ja, okay, Feld. Das allererste Feld vielleicht nochmal. Das könnten wir dann nochmal düngen, aber dann, das kann auch der Deutz machen. Da kann er sich ein bisschen hoch und runter kämpfen. Das dürfte eigentlich gehen. Das wird lustig. Es wird lustig. So, dann holen wir uns jetzt mal eben schnell die Presse, genau. Hier haben wir unsere schöne Almpresse. Und dann kriegen wir mega viel Stroh eingelagert, beziehungsweise die Pferde, der Pferdestall hat noch gar kein Heu, ne? Da können wir eben schnell, also auf eine Schnelle, bevor ich das vergesse, nochmal einen Heuballen reinknallen. So. Die Holzzange kannst du eben kurz hier behalten. Und dann bin ich ja ein Freund davon, dass ich dann immer so einen kleinen Stapel, ne, als Reserve habe. Und dann presse ich eigentlich schon wieder neue, wenn ich ohne Season spiele. Weil bis denn das alles mal reif ist, das dauert ja alles. Ne, also bis das Gras reif ist oder bis, ja. Das war intelligent oder bis weizenreif ist oder und ich bin dann immer ein Freund davon und presse dann schon wieder Heuballen. Das heißt, wenn das Feld, wenn die Wiese da hinten reif ist, ich denke mal am nächsten oder übernächsten Endgame-Tag wird es soweit sein, dann werden wir darauf oder daraus Heuballen pressen. Oh, Wasser brauchst du auch noch, ne? Vieh, schon voll? Ich kaufe jetzt einfach mal ein Pferd. Wir kaufen zwei Pferde. Ich hätte gern einen Rappen. Und wenn, ja, und ein Schwarzbrauner oder ein Fuchs. Ich mag, also von der, ich habe gesagt, Schattierung,
von dem Farbmuster mag ich ganz ehrlich die schwarzen und die schwarzbraunen am liebsten. Ich weiß nicht warum. Kann auch sein, dass das einfach die bekanntesten sind. Das sind so meine. Ihr habt ja genug Futter jetzt eigentlich. Pferde, 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 Pferde. Ja, Basisfutter ist drin, Heu ist auch drin. Fehlt eigentlich bloß Wasser und einmal ausreiten. Wie viel hat der? Der hat noch 3800 Liter. Ich wollte den da stehen lassen. Ich wollte ihn bloß einmal kurz anpieksen. Der hat noch 2000 Liter. Gut. Dann lasse ich den da drin, weil die fressen sowieso mehr Hafer als Heu. Und dann stelle ich den zu den lieben Schäfchen ab. Da sind die nämlich auch dauerhaft versorgt. Es gibt Futter. Zack. Und dann können wir doch mal, bevor wir da alles anfangen, Wasser holen. Ich glaube, das Wasserfass müsste ja voll sein. Wenn ich das noch richtig weiß. Arbeit beendet, genau, das Kreuz ist fertig. Den kann der gleich anfangen zu düngen und zu kalken. Dann hat er auch schon die nächste Aufgabe wieder. So, liebe Pferdchen, es gibt Wasser für euch. Wenn ich den richtigen Abladepunkt treffe. Muss den Motor anlassen, um abzuladen. Das ist der Knüller. Gleichzeitig pule ich mir noch am Auge rum, weil ich da irgendwie eine Wimper drin habe. Ja, CP, du bist mein Freund und Helfer. Oder einfach der Traktor ist zu weit weg und deswegen fährt er da nicht mehr hin. Es ist manchmal zum Mäusemelken, ne? Aber er ist wunderbar um den Stein rumgekurvt. Scheinbar habe ich da doch genug Platz gelassen. Bin ich ja fast ein bisschen stolz auf mich. So, lad mal bitte ab. Lassen wir dich hier nämlich einfach mal hier stehen. Kümmern uns jetzt um den Deutz. Dass der auch weiterarbeiten kann. Ich hätte beinahe gesagt, unser guter Maulesel, der jetzt immer arbeiten soll. Es soll schneien. Habe ich nicht Schnee ausgemacht? In der Meinung, Schnee hatte ich ausgemacht. Schnee, Schnee, Schnee ist an, Schnee ist aus. Jetzt ist Schnee aus. Jetzt ist der Schnee aus. Wir können die Steine eben schnell nochmal abkippen, ne? Wo ich hier dran vorbeifahre. Aber wieder, ich will unbedingt so eine Goldpalette haben. Einmal in die Goldproduktion bitte. Wir hätten noch ein bisschen Geld für einen Hochdruckreiniger, aber wir brauchen auch noch ein bisschen Kalk. Also. Und vielleicht auch noch Dünger. Dann müssen wir das Holz vielleicht irgendwann früher schon verkaufen, bevor wir komplett pleite sind. Der Weg hat ja auch ein bisschen Geld gekostet. Oder wir verkaufen einfach ein bisschen Holz. Das geht natürlich auch. Aber mal schauen. So. Guck den da mal schön rein. Da ist der Streuer. Mal gucken, ob das überhaupt klappt. Oder ob er gleich in die Knie geht. Was ist da noch drin? Dünger oder? Dünger, Kalk. Kalk, wunderbar. Dann kannst du zuerst kalken. Ja. Also auf gerader Strecke keine Probleme. Bei dem Feld werden wir es gleich sehen, ob er das schafft. Ui, der schwimmt aber.
Vor allen Dingen, der ist kaum noch zu sehen. Alter, aber wie der schwimmt. Wie gut das CP da. Das CP das ausgleichen kann. Ich kann's kaum. Gut, wir sollten doch eher den Cent nehmen. Oder einen größeren Deutz kaufen. Oder einen kleineren Düngerstreuer kaufen. Das habt ihr mir ja auch schon mal in die Kommentare geschrieben. Juhu, ich schwimme. Sieht gut, dass wir nicht jedes Mal kalken müssen. Ja, hier ist jetzt nicht so schlimm. Weil da ist schon abgeerntet. Ey, es sieht echt schrecklich aus, oder? Aber ich würde den Dolz auch gerne gleich für was anderes, den Fendt, für was anderes nehmen. Mann. Also um zu düngen können wir den Dolz hier nicht nehmen, dann nehmen wir den Fendt. Da kannst du knicken. Aber hier eben kurz kalken wir da hinkriegen. So. Wir brauchen einen Kurs. Zack. Wird ja nicht allzu lange dauern. Passt. Der ist noch nicht ganz voll. So, Wasser habt ihr gekriegt? Ja. Ihr kleinen Rabauken. So, dann stelle ich das Wasserfass immer mal da hinten in die Ecke rein. Da fahre ich sowieso nie lang. Dann kann auch das Wasserfass da stehen. Wenn ich das denn einigermaßen so hingeschoben kriege, dass ich das auch wieder angucken kann. Ah. Wenn man den Frontlader ein bisschen hochhebt, dann kommt man auch besser um die Kurve, ne? So. Perfekto. Perfekto. Oh, oh. Was sagen eigentlich jetzt die anderen Silageballen? Ich habe ganz vergessen. Oder fast vergessen, weil wir die gepresst haben. Was sagen die? Aber die können wir auch noch nicht verkaufen, ne? Vom 40% am nächsten Ingame-Tag, okay. Ja, dann kannst du eigentlich... Eigentlich. Ich möchte jetzt noch nicht anfangen, Ballen zu pressen, weil dann habe ich den Fendt nicht mehr, um hier noch zu düngen, bevor ich das vergesse. Und jetzt kann ich da noch mit meinen Breitreifen rauf. Wenn wieder ein Tag rum ist, dann komme ich da nicht mehr mit dem Breitreifen drauf. Na, dann sehe ich erstmal mit dem Fendt an und danach geht es in die Ballentechnik. Und zur Not kann natürlich auch der große Klaas hier. Ballen pressen. So, was machen wir denn da drauf? Wozu habe ich denn Lust? Nochmal Hafer. Hafer haben wir erstmal genug. Raps, Sojabohnen, Sorghum. Ah. Weißt du was? Machen wir einfach Sojabohnen drauf. Kommt zwar nicht so viel runter, aber... soll einen jetzt auch nicht unbedingt stören. Das Haferfeld ist fast abgeerntet. So, warten wir mal noch, bis der Deutz umgedreht hat. Eine kleine Ecke noch. Die Ecken noch ein bisschen ausbessern und dann ist der Hafer runter. So, wir haben aber auch jetzt die 20 Minuten voll. Deshalb hätte ich jetzt gesagt, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wünsche euch natürlich einen wunderschönen ersten Weihnachtstag. Lasst es euch gut gehen. Esst schön oder trefft euch mit euren Verwandten oder Freunden. Und feiert da ordentlich. Ich bedanke mich bei euch. Wünsche euch wunderschöne Weihnachten.
Und dann sehen wir uns gerne heute Mittag nochmal zu neuen Folgen. Bis dahin, ciao, ciao. Macht's gut, lasst euch nicht ärgern.